Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13.2 und dem Beagle. Dieser Soldat schubst mich schon die ganze Zeit irgendwo gegen und aus dem Weg. Ohne mich hier. Wir gehen jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Ziel. ist das überhaupt der richtige Weg? Wird schon werden. Wollte ich gar nicht. Wenn nicht. Oh. Ich dachte, ich entkomme ihn noch. Bei ihm bin ich noch sehr langsam, aber sein Schockbalken geht sehr schön hoch. Bin ich jetzt richtig? Nein. Na gut. Die kommen immer angerannt, aber tun sie gar nichts. Also das muss man jetzt auch mal so sagen, ne? Okay. Mal sehen, wie das dann gleich mit Atlas läuft, ob der dann jetzt einfach nur einfacher ist quasi. Mal sehen. Nee, das Portal werde ich ganz bestimmt noch nicht benutzen. Nicht solange ich hier nicht irgendeinen Peil von irgendwas habe, wenn ich ehrlich bin. Bin ich hier jetzt richtig? Ja, geradeaus durchlaufen. Nicht geradeaus durchlaufen, sondern hier runter durchlaufen und dann bin ich da, wo ich hingehöre. Nein, der kleine Vogel, ich wollte ihn doch erwischen. So richtig unter Schock ist das wie nicht, ne? Egal. Ich mach trotzdem genug Schaden. Ich muss sagen, dass ich jetzt auch nur so einen Nullpeil habe, was mir das eigentlich bringt, inwiefern, welche Klassen ich aufwerten soll und. Mal gucken. So, da vorne müsste ich die Quest abgeben können. Ist der jetzt weg, der Dude? Du bist jetzt weg. Mich verlaufen? Don't worry, I know the way. Ist okay, ich hab mich verlaufen.
hat das Tierchen sogar platt gemacht. Nicht schlecht. Whistle Lightning hat so ein episches Pferd und ein Tier mit Flügeln und. Und ich habe so eine süße kleine Niezekatze. Bin ja auch nicht Lightning. Ja, hab ich gemacht. Cool, ne? Sag! Immerhin gibt es auch Gil, das heißt, ich habe so langsam wieder ein bisschen was an Gil. Müsste ich zumindest haben. So, da vorne bin ich jetzt aber richtig. Ich bin nicht orientierungslos. Ich laufe gerne durch die Gegend. So sieht's aus. Na, ich hab, was du wolltest. Yes, she counterlocked when we misplaced the sun. Now it looks like, thanks to you, we've avoided. Cool. Oh Gott. Ich probiere jetzt mal was aus. Windtänzer. Ich habe keine Ahnung warum. No idea why. Er hat's platt gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt können wir da vorne noch mit der Chocobo-Lady reden, bevor es weitergeht. Und dann ist Atlas fällig. Und dann kann ich hoffentlich zwischendurch auch meinen eigenen neuen Speicherstand für Fehler. Ich habe mittlerweile 5000 Gil. Okay. Monsterkomponente, Schaudertropfen, Gegenstände. Ich hab eigentlich alles gut. Aber. You know I'm counting on you. Everyone. Ja, weiß ich, danke. Crystarium. Kann ich meine Ketten ein bisschen. Nee, irgendwas fehlt mir da, um die Kette zu machen. Aber den Taxobot kann ich machen, ne? Ja. Es fehlt mir bei dem aber auch was. Ah, die Crystariums-Erweiterung. Ja. Ja. Aber bei dem fehlt mir jetzt auch irgendwas. Dann ist jetzt der Gentruid, glaube ich, dran, nehme ich mal an, huh? Für, ihr wisst schon, ne? Crystarium. Hera. Ja, sie hat allein schon deswegen. Ich könnte bei ihm aber mal gucken. Verteidiger. Ich mach das jetzt mal, weil. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Weil zwischendurch mache ich ihn ja doch mal zum Verteidiger, wenn es hart auf hart kommt. Oh. There he is. Okay. Kann ich nicht einmal bitte. Ich finde es so doof, dass ich nicht mehrere Speicherstände gerade machen kann. Das kotzt mich voll an. Ausblenden oder kann ich einfach. Wir kämpfen einfach, okay. Ich habe eine bessere Idee. Versuchen wir es einfach mal. Was soll schon schief gehen?
dass es uns weh tut, okay. Oh, unser Ziel ist ganz schön verletzt, kann das sein? Ja, ich sollte gleich mal gucken, dass ich doch wieder zurück auf meine Miezekatze wechsle. Nämlich ungefähr jetzt. Aua. Ob es jetzt schlau wäre, in zwei Brecher zu wechseln? Feuer ist eine Schwäche und sie benutzt Blitz. Warum? Man weiß es noch nicht so genau. Es sollte aber tatsächlich reichen. Ich nehme an, ich habe den so geschwächt, weil ich diese Maschine angemacht habe. So, how do we do? We did it! Der sieht sauer aus. Okay. No! I'm on it! Ach du Scheiße! No! Hey! Hoppala! What the? How did we get here? No! Look out! Move! I think I found his weak spot. Ready? Do it! Wait for it! Now! Gott, die gehen ganz schön schnell. Cool. Flammenorden. Ein Kristallfragment. Cool. Now what? The paradox is dissipating. The paradox effect. This is just a theory, but I think there might be someone out there derailing history and bending the timeline. That's why Atlas and these gates are appearing out of nowhere. Ich weiß, was ist. Could this someone be responsible for lightning disappearing? Could be. You remember your sister coming home, right? You have memories from before everything got twisted. But why only me? That's the question. We'll keep looking for an answer. Boah, ich kann ganz viel. Alyssa, we took Atlas down. Ja, ich will aber jetzt erstmal hier im Kristallium Action machen. Kann ich jetzt machen? Heilerrolle freischalten. Das klingt beides verlockend. Accessoire-Kapazität. Dann könnte ich noch was tragen, halt, ne? Oder ATP, dann kann ich aber mehr Attacken machen. Ja, komm. Ist gar nicht so leicht, Leute.
sehr cool, muss ich sagen. Ja, ja. Okay, dann machen wir bei ihm trotzdem den Brecher weiter. Ich könnte jetzt die Heilerrolle, ich habe aber das Tier, also mache ich bei ihm auch den ATP-Bonus. Wie viel habe ich jetzt noch über? Nicht viel. Wieso ist er immer weiter als, Ach nee, sie ist bei 45. Ich nehme es zurück, sie ist, er ist nicht weiter. That place you were looking for is right. Ja. Gibt es da irgendwas Feines für mich? Ich weiß es nicht. 6. Ein Eclipse-Artefakt gibt es dort für mich. Ich glaube, das holen wir uns jetzt auch noch. Das heißt, wir holen uns das natürlich. Wir haben ja auch genug Zeit dafür, in der Tat. In front of us. Great news. I'm on my way. Kann ich eigentlich... Interest question. Nein, hier nicht. Irgendwo hier, hier hoch? Nee, ich komme da nicht rüber. Schade. Na gut, dann ist das so. I tried it. Die Brecher-Ruinen. Ups, ich wollte... There's an epitaph. Here lie the innocent victims of chance, cast out and cast down. May their souls find the path that leads them home. Cast out. These must be victims of the purge. Oh. This is it! This is the place! Not my name. Then whose is it? Kubo. It's my friend's. She died here, running from the purge. And me? I'm one of those who survived. 5 years ago, the entire town of Bodom, it was wiped out by the army. I was there, visiting my friend. Then everything went to hell. We ran and hid with the other fugitives. But just as the troops were pulling out, that's when the ceiling of our hiding place collapsed. Ever since then, I've had the same dream. I'm trapped under rubble. It's dark. I'm in pain and I can barely breathe. The next thing I know, I rise out of my body, and I'm standing before this grave. And the name written on the stone, it's mine. After seeing that image so many times, I started to think that maybe I did die back then, and the life I'm living now is just an illusion. Alyssa, you feel that way too? Oh, okay. Well, you seem real to me. Real enough, I guess. Even if they all forget, I never will. And neither will I. I can never forget. The events that scarred Alyssa were started by Lassie. If I had never become Alyssa, if I had never made those mistakes, wie hättest du das denn verhindern können, Mädchen? The purge, well, it may never have happened. Lightning, is there any way to make up for the suffering we've caused? Weiß ich nicht. Ihr habt euch ja nicht ausgesucht, Alyssa zu werden. Sarah tut so, als hätte sie eine Wahl gehabt, aber das Zeichen ist ja einfach bei ihr aufgetaucht.
Okay. Okay then. I think that wraps things up for Alyssa. Now for our little quest. Right. Let's find an artifact and open a gate. So, where should we look? Well, now we've cleared up the paradox effect. It's possible those sneaky artifacts have come out of hiding. Let's try searching those areas we couldn't reach. Time for some Mooko magic. Kaboo! Huh? Mog, you can help? You're a lifesaver. Kaboo! Die Brescher-Ruinen. Da könnte ich mir ein Schokobo schnappen, aber das mache ich nicht. Was denn? Wasch. Was ist mir denn hier? Ein Eclipse-Artefakt. Okay. Nice, Mog. Na, das ist nicht süß. Ist es süß? Ein Kleeblatt. Aber irgendwo war noch was. Warte mal. Da vorne konnte ich ja nicht hin. Und da und da. Ja. Die Frage ist, komme ich jetzt dahin? Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich glaube nämlich eigentlich nicht, dass ich dahin komme. Also ich kann hier hochspringen. Nee, kann ich nicht. Und hier geht's ja nur runter. The reports say you are whatever you are. Geht das Tor da hinten? Da war doch nur Wand da hinten. Da bin ich mir recht sicher. Das ist verwirrend, wenn ich ehrlich bin. Wir müssten jetzt so mega stark sein, Leute. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt falsch level, wenn ich ehrlich bin. Einfach weil man hier recht wenig erklärt kriegt, wie mein Final Fantasy. Ich denke, wenn ich mit der Aufnahmesession gleich durch bin in 6 Minuten, dann ist es nämlich gut für heute. Nein, noch nicht. Das machen wir beim nächsten Gegner. Da werde ich mir mal durchlesen. Also ich weiß, dass ich mich bei Sarah wirklich auf Vahera konzentrieren sollte und bei Noel auf Brecher. Aber bis wie weit und alles, das erschließt sich mir gerade noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte noch mal zurückgehen komplett. Was ist denn da vorne? Ist das das Portal oder ist das irgendwas anderes? Ach. Hervorragend, sagen sie, hervorragend. Nee, hier lohnt sich das auch noch nicht mit der Sync. Easy going. Nee. Irgendwann kriege ich das noch hin. Ihr stört, Mann. Enjoy. Okay. Kupu, kupu. Kupu, kupu. Ein Wiedersehens. Way to go, Bobblehead. Kupu. Now for the gate. Aber. Welches geht denn? Finde das Portal. Meinen die das offensichtlich große hier? Oder meinen die das hier drin? Oder meinen die... Was meinen die? Egal, ich will ja eh nochmal zu denen zurückgehen. Also passt das ja.
Hier lang wird ein Schuh draus. Hier dann weiter lang. Richtig? Richtig. Ja. Oh. Ah. Voll erwischt. Und die Schimms. Gaki Misara hieß es, glaube ich, aber ich habe so schnell getötet, dass ich leider den Namen nicht gelesen lesen konnte. Ja, 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 sei mir ruhig dankbar, ist in Ordnung. Danke, danke fürs Dankbarsein, danke. Lass uns mal zu der netten Schokobo-Dame gehen und gucken, ob die was für ein Shirt hat. Oh, was? Guck mal. Hat es mich so angegriffen, dass es schneller war? Ja. So the paradox is still affecting things here? According to the Academy researchers, the paradox effect has subsided a little. The ruins are still being investigated. And we're continuing to patrol the area. That toy is pretty amazing. Look, enough at the toy comments. I'm not a toy, Kaboom! Uh-oh. I think our Mog is getting talkative. Das ist so süß. Krieg ich jetzt was, weil ich... Oh my gosh! I can't believe you really did it! You subdued that big old hunk of a meanie! You just saved us all from a devastating fate. Now that we're all safe, what say we find a way to spend some of that money? Geschäftsfrau durch und durch. Kapazität 50, ne? Mhm. Bringt mir alles nichts, Monster. Die Schauertropfen. Ich habe 11 davon und die bringen bei meinem... Du hast nichts Interessantes, Mädel. Du hast nichts. Ja, ja. Lass mich mal kurz gucken. Da unten kann ich nicht lang. Okay, geschenkt, ne? Ich nehme an, dann kann ich hier aber auch noch nicht lang, behaupte ich. Ich gehe mal einmal gucken. Ich muss ja nicht direkt an das Portal gehen. Halt die Klappe! Nee, da komme ich immer noch nicht irgendwo hin. Hoppala. Tja, das ist dann wohl so. Aber wir haben nur noch eine Minute 50. Oh. Nutzen wir sie zum Kämpfen. Und nächstes Mal gehen wir dann durch das Portal. Wie ich jetzt immer hoffen muss, dass alles funktioniert, wie es funktioniert, einfach weil... wenn mal was bei einem Part schief geht, wie zum Beispiel mit der Zwischensequenz, habe ich hier nicht einfach zig Speicherstände, um da wieder hin zurückzukommen. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn ich ehrlich bin, aber sei es drum. Na gut, ihr Lieben, wir werden uns nächstes Mal... Was sagt er mir mit Erkunden? 87%? Ja gut, die restlichen 80, die kann ich ja nicht. Wir werden uns nächstes Mal durch das Portal begeben. Nee, ich will gar nicht auf die Karte, sondern speichern. Bis dahin habe ich mich mal schlau gemacht, was mit dem Leveln mäßig jetzt schlau ist und was nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich glaube, dass die Story durchaus was kann. Ich glaube aber, wie bei jedem Resident Evil bei mir... Ach, Resident Evil. Voll Resident Evil. Seht ihr über Leon S. Kennedy und Chris Redfield rumlaufen, auf Chocobos reitend? So nämlich. Nein, wie bei jedem Final Fantasy brauche ich, glaube ich, erstmal so ein bisschen meine Zeit, um da reinzukommen. Wie gesagt, wenn wir 13 durchhaben, bin ich ja am Überlegen, ob wir uns 10 und 10-2 zuwenden, weil das soll ja laut... Manchen vielen Menschen, die besten Final Fantasies überhaupt sein. Da würde ich mir gerne eine eigene Meinung drüber machen. Ich habe sie nämlich nie gespielt. Ich glaube aber, dass bis wir da angekommen sind, wir vermutlich 2025 haben.
Ich weiß halt nicht, wie lang dieses Spiel ist. Ich nehme an, es wird länger sein als 13. Und 13 war ja schon scheiße lang. Und dann, wir haben jetzt schon März. Und habe jetzt mit 13 2 erst angefangen. Wenn ich wüsste, ich würde es von der Zeit her schaffen, euch auch mal 2 Parts pro Wochenende zu geben, damit es einfach schneller geht. Weil ich verstehe schon, dass es eine lange, lange Zeit ist, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Dreivierteljahr Final Fantasy 13 laufen hatten. Wenn ich das wüsste, dass ich das kann, das kann ich leider erst ab März wissen, ob ich da einfach die Zeit habe, euch da jede Menge zu puffern oder nicht. Wir werden es sehen, Leute. Sollte ich die Möglichkeit besitzen, seid ihr die Ersten, die es erfahrt, dass euch, ob ich euch 2 Parts davon zur Verfügung stellen kann. Und wenn nicht, dann müssen wir damit leben, dass es ein Part ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch theoretisch noch nicht mal ein Weltuntergang. Also habt einen schönen Tag und haut rein.